Eröffnung heute Vormittag, da waren hier auf diesem Platz sehr viele Menschen. Der rote Teppich, der in diesem Jahr ja eigentlich ein goldener Teppich war, der wirkt natürlich wie immer wie ein Magnet. Und so sind viele Zaungäste gekommen, um einen Blick zu erhaschen auf prominente Gesichter und natürlich auf schöne Kleider. Der Vorplatz hier bei den Festspielen ist heute die ganz große Bühne für 2000 Gäste, die bei der Eröffnung dabei waren, aber auch jetzt beim Volksempfang mitfeiern. Eines muss man sagen, die Festspiele bieten heuer auch ein buntes Potpourri an Programm. Und eines muss man auch sagen, hier bietet sich natürlich ein Laufsteg, um sich, die Festspielmode und neue Begleitungen zu präsentieren. Gerade beim Sommerfestival spielen Kultur und Gesellschaft elegant ineinander. Kultur ist eine unserer wichtigsten Aufträge und das Landesstudio Vorarlberg erfüllt sie in einer ganz besonders guten und umfassenden Weise. Wir haben täglich eine Stunde Kultur im Radio. Das ist wirklich ein Angebot, wie wir es in den anderen Bundesländern nicht in einer so umfassenden Form haben. Das Thema des Eröffnungsvormittags, wer trägt was und wie wird das Festspiel-Outfit ausgesucht? Manche kommen respektlos angezogen. Das finde ich mal frech. Und gerade Festspieleröffnung prägen soll man, wenn geht, wenn man Zeit genug hat, so, man kann nicht genug aufputzen. Weil ich mir einfach gern neue Kleider für schöne Events zulege und ich verkaufe dann auch wieder welche oder es gibt dann Freundinnen, die wollen unbedingt eins ergattern von mir. Ich habe das in Verona im Schaufenster gesehen und denkt, das wäre doch was für die Festspiele. Weil immer die Damen überlegen, so, ich darf nicht das gleiche anziehen wie letztes Jahr. Ich denke, die Damen ziehen sich zweimal an und ich denke, am Abend wird es eher eleganter und am Vormittag dann eher sportlich sein.